Hallo Leute und willkommen hier bei MeAppleCats. Heute will ich euch ein paar Funktionen zeigen, von denen ihr vielleicht noch gar nicht gewusst habt, dass eure Apple Watch das kann. Und wir legen direkt mal los, und zwar mit den ganzen Apps. Das kann ja hier sehr unübersichtlich werden auf dieser App-Übersicht, und dann ist man manchmal doch schon sehr am Suchen, bis man die passende App gefunden hat. Man kann natürlich hier rauszoomen mit der Krone, aber viel übersichtlicher wird das Ganze nicht. Und manchmal ist es dann auch schwer, die passende App zu treffen, und das kann man zum Beispiel so machen. Ich sage, ich will zum Beispiel mal hier das Wetter öffnen. Dann tippe ich einfach da in den Bereich, wo das Wetter ist, und gehe dann hier mit der Krone rein und bin in der Wetter-App drin. Das ist also eine andere Möglichkeit noch, außer dann einfach hier nur direkt auf die App dann drauf zu tippen. So, wir probieren es einfach nochmal. Das ist ziemlich zielsicher, überraschenderweise. Sagen wir mal, wir gehen in die Trainings-App gerne rein, tippe ich mal drauf, drehe einmal, zack, und ich bin hier in der Trainings-App drin. Also, so kann man das zum einen machen. Wem das hier aber echt zu unübersichtlich ist, ja, der macht sich einfach eine Listenansicht, dafür einen 3D-Touch machen, und dann geht ihr hier unten auf die Listendarstellung, und schon habt ihr, hoppla, wenn man sie nicht aus Versehen aktiviert, habt ihr hier all eure Apps in alphabetischer Reihenfolge dann, ja, schön geordnet und könnt die dann so finden. Ist eigentlich, finde ich, noch übersichtlicher. Also von A bis Z bis zu meiner sehr oft benutzten Zyklusprotokoll-App. Ja, wunderbar. Wer es wieder zurückhaben will, auf Standard einfach nochmal hier 3D-Touch machen, Rasterdarstellung auswählen, und schon seid ihr da wieder drin. Es gibt aber noch eine Möglichkeit, wie man Apps öffnen kann, und das wäre mit Siri. Ihr könnt natürlich das Keyword sagen, hey, oder einfach nur den Arm heben und dann sagen, öffne die und die App. Oder ich mache das jetzt, damit bei euch nicht überall Siri anspringt, hier mit dem Druck auf die digitale Krone und sage, öffne die Einstellungen. Und schon bin ich hier in den Einstellungen drin, noch in der Anzeige, wo ich vorhin drin war. Und so funktioniert das Ganze. Wir probieren es direkt nochmal aus. Öffne die Trainings-App. Du scheinst keine App mit dem Namen Trainings-App zu haben. Öffne Trainings. So, und dann sind wir drin. Man muss natürlich auch das Richtige sagen. Also, das ist noch die Möglichkeit mit Siri. Vielen ist ja bekannt, dass man auf der Apple Watch sich mit dem Watchface von der Mickey Maus, habe ich das noch hier irgendwo drauf? Ich muss mal gucken. Ich glaube, ich habe es nicht mehr drauf, dass man sich dort die Zeit ansagen konnte, aber nur dort. Mittlerweile geht das aber bei jedem Watchface. Einfach zwei Finger auf das Display legen und 16:14 Uhr. Ich hoffe, man konnte es hören, 16.14 Uhr, und das kann ich hier mit jedem Watchface machen. Ich gehe einfach mal ein bisschen hier durch, so, swipe, swipe, nehme das mal und ich halte nochmal drauf. 16:14 Uhr. Also, dann sagt Siri hier immer die Uhrzeit an. So, dann waren wir hier gerade schon bei dem Punkt, den ich auch noch zeigen wollte. Ihr könnt hier ganz schnell zwischen euren Watchfaces einfach hin und her wechseln, durch Swipen nach von rechts nach links. Ja, ist eine sehr rudimentäre Funktion, die meisten kennen es, aber der eine oder andere vielleicht noch nicht. Der hat vielleicht gemeint, man muss immer einen 3D-Touch machen und dann könnte man erst hier hin und her wechseln. Nö, geht gar nicht, nur damit. Ihr könnt das auch hier sofort bewerkstelligen. So, aber wenn wir schon mal hier dabei sind, 3D-Touch machen, und dann können wir hier die Watchfaces ja zum einen anpassen und verändern. Was man aber auch machen kann, was die wenigsten wissen, man kann hier die Reihenfolge neu anordnen, indem ich hier einfach mal gedrückt halte und kann jetzt hier einfach das Watchface dahin verschieben, wo ich es gerne hätte. Hier kann man es schön sehen, hier steht jetzt 10 von 22 und immer da, wo der grüne Strich ist, dort würde ich dieses Watchface dann ablegen. So, ich lege es jetzt einfach mal hier, genau, hier dazwischen, lass los, und dann ist es da reingeordnet. Also, auch eine schöne Sache, wie man die hier direkt sortieren kann, die Watchfaces, ohne extra in die Apple Watch App auf dem iPhone gehen zu müssen. So, da gehört es hin. Wunderbar. Jetzt wird es nochmal sportlich. Starte die Training-App. So, wir starten jetzt einfach mal hier ein Training. Was mache ich denn? Sonstiges offenes Ziel, ist ja völlig egal. Und dann geht das Ganze hier los. Und wenn ihr dann das Training beenden wollt oder ihr wollt pausieren, dann kann man ja einfach hier rüberstreichen, kann dann hier auf Anhalten gehen oder nochmal rüberstreichen und weitermachen. Man kann es aber auch direkt per Knopfdruck machen, indem man die digitale Krone und die zweite Taste hier gleichzeitig drückt. Dann wird hier angehalten und wenn ich die beiden nochmal drücke, dann geht es auch direkt weiter. Und ja, wie man hier sieht, kann man auch mal aus Versehen einen Screenshot machen. Das ist nämlich die gleiche Funktion. Also angehalten,
Und weiter, Gott, jetzt mache ich hier ständig Screenshots, das sollte so eigentlich nicht eingestellt sein, hat eben besser funktioniert. So, auf jeden Fall angehalten, funktioniert und weiter geht auch, dann muss man einfach mal die Screenshot-Funktion am besten ausschalten. Aber so geht es eben auch mit dem Anhalten und Fortsetzen von den Trainings. Dann gibt es noch eine Funktion, die auf dem iPhone die meisten wahrscheinlich kennen. Ich gehe mal hier in eine Konversation rein und scroll da einfach mal ein bisschen rum. Und wenn ich da ganz nach oben gehen will, also ich bin jetzt hier ganz unten bei den Antworten und ich will noch mal ganz oben an den Anfang von dieser Konversation, dann kann ich einfach hier auf die Uhrzeit tippen und springe direkt noch mal ganz nach oben in diese Konversation. Dann kann ich wieder runter scrollen. So. Und dann wieder ganz nach oben springen. Also eine feine Sache, eine Funktion, die die meisten wahrscheinlich vom iPhone her kennen. Und da sind wir wieder bei den Apps, aber wie kann man jetzt eine App hier löschen? Einfach hier gedrückt halten, kein 3D-Touch, nur gedrückt halten und dann bekommen wir hier den Wiggle-Modus, dass alles wackelt und ihr seht hier oben die kleinen X'e, wenn man da drauf drückt, dann wird die App dann deinstalliert und gelöscht. Das ist die eine Möglichkeit hier in dieser App-Übersicht. Wenn ihr aber hier in eure quasi Schnellstartleiste reingeht, wo ihr euch ja auch Apps reinlegen könnt, die ihr oft benutzt, das habe ich hier bei mir auch gemacht, Herzfrequenz, meine Sport-App, Musik und so weiter und so fort. Damit ich da nicht immer groß rumsuchen muss, dann kann man die aber auch direkt von hier aus löschen, indem ich, was mache ich denn jetzt mal weg, die hier zum Beispiel einfach hier rüber streiche, dann kommt hier das X, da gehe ich drauf und die App ist gelöscht. Also so geht es eben auch. Wenn ihr mal eine App habt, die gar nicht mehr reagiert und die ihr auch hier durch Drücken auf die Krone nicht schließen könnt, dann kann man die dazu zwingen, dass die geschlossen wird. Und das geht folgendermaßen. Wir halten einfach hier die Seitentaste so lange gedrückt, bis hier diese Ausschaltaufforderung kommt. Und dann halten wir nochmal die digitale Krone einfach gedrückt und dann wird jede App auf jeden Fall geschlossen. Die wird dann nämlich gezwungen zum Schließen. Also wenn es mal hängt, hier nochmal zeigen, die Seitentaste einfach drücken, bis die Ausschaltfunktion hier kommt, dann die digitale Krone gedrückt halten, bis die App dann geschlossen wird. Was man auf der Apple Watch auch gut machen kann, ist Alarme und Timer zu setzen. Und jetzt zeige ich euch mal zwei Wege, wie man die dann wieder ausschalten kann. Also ich stelle mal einen Timer. Timer auf 10 Sekunden. So, der Timer ist abgelaufen, da kann ich natürlich auf Stopp drücken oder ich wich einfach von unten nach oben. Ne, von oben nach unten, so rum war es. Also ihr habt es gesehen, einfach von oben nach unten wischen. So, wir machen es direkt nochmal, also von oben nach unten wischen und dann wird der Timer direkt geschlossen. Das ist die eine Möglichkeit. Die zweite wäre einfach mit der flachen Hand einmal drauf gehen und dann ist hier sofort Ruhe im Karton. Ja, so kann man es auch machen. So, oder auf Stopp drücken, das wäre die dritte Möglichkeit. Und jetzt, Freunde, zeige ich euch das, worauf ihr wahrscheinlich schon die ganze Zeit wartet, nämlich wie ich hier so schöne animierte Watchfaces drauf bekommen habe auf die Apple Watch. Ich habe da mehrere von drauf schon, da könnt ihr das sehen. Wenn ich einfach mal drauf halte, dann wird das Ganze animiert. Das sind nämlich Live-Fotos im Prinzip und das sieht richtig, richtig cool aus. Und ich zeige euch jetzt, wie ihr die hier ganz, ganz einfach installieren könnt mit jedem Live-Foto. Und das geht natürlich nicht nur, wenn ich drauf drücke, sondern jedes Mal, wenn die Uhr dann aufgeweckt wird, dann gibt es hier die schöne entsprechende Animation von dem entsprechenden Watchface. Ich zeige es euch nochmal hier, wie das aussieht. Richtig coole Sachen kann man da machen. Und hier schauen wir auch nochmal rein. Da wird es jedes Mal dann animiert, wenn ich die Uhr anschmeiße oder das Armgelenk dann anhebe. Das hier finde ich besonders cool. Und das ist mega einfach, wie man das machen kann. Dafür brauchen wir aber unser iPhone. Alles, was ihr dafür braucht, ist einmal ein Live-Foto. Da könnt ihr also eigene Fotos nehmen. Oh Gott, hier sind die ganzen Screenshots jetzt drauf. Oder ihr ladet euch einfach irgendwelche Live-Fotos runter, wie das hier zum Beispiel. Und das können wir dann so zum Watchface machen, indem wir hier unten auf das Teilen-Symbol draufgehen. Und dann scrollen wir etwas nach unten und dann gibt es dann den schönen Punkt Ziffernblatt erstellen. Da ist es. Also da drücken wir mal drauf. Und dann können wir hier unser Ziffernblatt erstellen, einmal so als Kaleidoskop oder als ganz normales Watchface bildschirmfüllend. Ich wähle mal das hier aus, kann jetzt hier nochmal die Komplikation etwas abändern, ob das oben ist, ob das unten ist, ob unten noch eine Komplikation dazukommt. Aber ich mache einfach mal jetzt hier auf Hinzufügen und das war es im Prinzip auch schon. Dann dauert es einen kleinen Moment und wir sehen das Watchface dann hier auf der Apple Watch. So, mal schauen, draufgehen.
Und da haben wir die Animation. Ach, das sieht richtig schön aus. Also, und so könnt ihr das mit jedem Live-Foto machen und somit eure eigenen Animationen dann hier auf die Apple Watch draufbringen. Und das waren sie, meine Tipps und Tricks hier für die Apple Watch, quasi die 2020er Edition. Ich habe euch ja bereits in der Vergangenheit, ist wirklich schon eine ganze Weile her, schon mal so ein Video hier gebracht und das ist ganz gut angekommen. Von daher dachte ich, machen wir hier mal ein kleines Update, denn die Apple Watch kann doch so viel mehr, als die meisten Leute dann wissen. Ich hoffe, es war für euch interessant, Leute, und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Mi Apple Cat. Macht's gut!